Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu FIFA 18 Ultimate Team. Wir spielen hier gegen 82er Team. Oh, mit Gabriel Jesus vorne. Nicht schlecht. 4-3-3 mit einem ZOM, keinem ZDM. Und wir haben noch zwei Spiele und wir müssen noch eins gewinnen, um aufzusteigen, auf jeden Fall. In Liga 8 läuft es hier nicht wirklich gut für uns, und da ist schon der erste Pass direkt ein Fehlpass. So, wenigstens konnten wir hier den Ball direkt mal wiederholen. Spielen wir nochmal zurück. So, und dann das Ding hier vor. Oh! Och, das war kein Foul. Ich dachte, er ist für Mino ein kleinen Tick schneller als dieser fette Innenverteidiger. Der drängelt aber. Ich meine, klar, ist ja auch sein Job, aber trotzdem. Ist ein schönes englisches Stadion. Ne? Ich habe gar nicht geguckt, welches Stadion das ist, aber okay. Offenheit alle am Ball vorbei, kein Thema. So, da liegt immer noch einer von seinen Spielern. Will der Schiri nicht mal pfeifen irgendwie? Lauf durch, ach, und dann schießt er nicht. Ich hatte auf Schießen gedrückt, damit er direkt beim ersten Kontakt abzieht. Und dann wäre das Ding auch reingegangen. Aber hat er nicht gemacht. Stattdessen wollte er sich den nochmal vorlegen. Oder sollte das der Schuss sein? Dieser Mini-Baby-Kontakt. Ich weiß es nicht. Vielleicht. So, trotzdem noch meiner. Sigurdsson läuft und läuft und bleibt hängen. An Koulibaly. Koulibaly ist echt gar nicht schlecht, ne? Aber für Mino müsste trotzdem eigentlich, schöner Pass, den besseren Antritt haben. Er spielt auch mit für Mino, sehe ich gerade. Da komm, steh auf. Rummeln wir noch ein bisschen, okay. Dann ist Manolas schneller als Firmino. Das kann doch nicht sein. Irgendwas mache ich doch falsch beim Sprinten, oder? Ja, gut. Dann machen wir es halt so rum. Ah ja, okay. Dreht sich super langsam um. Das geht bestimmt als Schuss in die Statistik ein. Ups. Schön klärt das Ding. Ach, und da kommen wir nicht ran. Und wirklich extra den linken Trigger, damit ich da eine höhere Chance habe, diesen Ball abzufangen. Was passiert? Nichts passiert. Ja, so viel zum Thema Berberspin. Nee, nicht dahin eigentlich. Auch man nur hinter Sigurdsson hinterher spielen den Ball. Ein bisschen an ihm vorbei. Kann ich nochmal Dembélé haben? Nee. So, Ederson zum Glück da. Ansonsten wäre es schon wieder bitter gewesen. Lauf, lauf. Sigurdsson läuft. Puh. Da ist er gerade noch so rangekommen und ich krieg hier auf keinen Fall Son. Der hätte nämlich super zum Ball gestanden. Ach man, warum können der nicht? Ich tippe da nur ganz kurz drauf. Und dann spielen die nie den Pass auf den nächsten Mann, sondern immer noch 300 Meter weiter. Weil das halt super viel Spaß macht, scheinbar. Nein, ja, doch, scheinbar. Ganz da hinten.
haben wir einen Mkhitaryan. Und Sigurdsson schafft es nicht, da vorbeizukommen. Leute, wir brauchen Tore. Nein. Wie kommt er denn auf die Idee? Der war nicht mal im Bild. Nee, verarscht. Na geil. Und dann spielt er das halt so unkonzentriert zu Ende. Oh. So, jetzt sind wir hier drin. Ja, und Sigurdsson läuft vorbei. Ja, dachte ich, mache ich diesmal nicht den Fehler, spiele einen steilen Pass, ne, sondern einen normalen Pass. Und dann geht es halt so schief. Eine schöne Drehung da. Und diese Ballkontrolle, ne? Wie weit er da einfach vom Fuß wegspringt. Und da drehe ich mich direkt in ihn rein. Clever. Einmal klären bitte, danke. Ach, direkt zum Gegner. Muss das denn sein? Komm schon, klär den. Was ist denn das? Da sind drei Leute vor mir dran und keiner schafft es, den Ball auch nur zu berühren, oder was? Oh. Ich hatte echt gerade drei Chancen, den Ball zu klären, ne? Und keiner von den Jungs hat den Ball rausgebracht. So, da, wunderschöne Parade. Mit dem Arsch pariert. Und dann stehen dann wieder zwei Leute um den Angreifer rum. Und keiner kriegt es gebacken, da irgendwas zu tun. Unglaublich. So, wir haben nicht einmal aufs Tor geschossen, sagt die Statistik. Super cool. Da auch schon wieder, ne? Überhaupt nicht gut ins Tackling gekommen. Normalerweise ist es für Mino, ne? Der ist jetzt auch kein Lappen, okay, aber. Er hat ihn noch entscheidend gestört, von daher maulen wir mal nicht rum. Puh. Unglaublich. Wie mir immer die Bälle abgenommen werden. Ich wollte doch nur schießen. So, er hat wieder Sonne zum Glück. Was, der war schon aus? Vollständig? Habe ich nicht so gesehen. Irgendwie, ich glaube, ich muss mal die Formation wechseln. Ich habe hier einfach immer mega wenig Anspielstationen, habe ich so das Gefühl. Ja, okay. Das zählt auch als Torschuss. Komm schon! Oh, da kommt Koulibaly noch ran. Oh Mann. Das gibt's nicht. Nee, keine Chance. Kommen wir nicht ran.
Ja, eigentlich sollte der ganz rüber auf die andere Seite gehen. Hat das Spiel offenbar nicht so gesehen. Auch da hätte der erste Pass schon zu Son gehen können. Ich drücke den Stick halt voll nach links vorne durch und er spielt den Pass nach rechts. Das ist FIFA. So, können wir jetzt vielleicht wenigstens ein Tor schießen hier irgendwie. Das wäre doch mal großartig. Ja, mit dem schwachen Fuß natürlich. So, an den kommen wir nicht ran. Der ist schnell. Warum rücken meine Fliege da so langsam auf? Ich weiß nicht. Was jetzt? Ach, da vorne war schon irgendwas, ne? Hat er Vorteil laufen lassen. Oh, Dembélé, schön. Ja, okay. Kann man mal machen. Lass mal das Spiel halt ein bisschen ruckeln. So, und da ist schon durch. Endlich funktioniert hier mal irgendein Spielzug. Und dann ist es halt so ein billiger Standardspielzug. Ach. Tackling funktioniert auch wieder. Hervorragend. Ja. Ball geholt und gleich wieder verloren hier. Ah, und da wechselt FIFA mir einfach den Spieler. Mitten in der Abwehrbewegung. So, wir brauchen halt trotzdem Sieg. Alles andere wertlos hier für uns. Warum nicht zu Firmino? Und warum stolpern wir da so am Ball vorbei? Was soll das? Was jetzt? Was ist los? Abseits. Dann sieh mal einer an. So, eigentlich. War der Ball ja für Mkhitaryan, aber hey, den Ball nehme ich ja auch gerne. Das ist ein super Gestocher. So, und da haben wir hier ein bisschen Dusel jetzt. Ein bisschen Glück bei den Toren auf jeden Fall. Aber wenn wir das jetzt halten können, das Ergebnis, dann wäre das zumindest schon mal der Aufstieg. Ich meine, ich bin ja nicht gierig und will schon wieder hier die Meisterschaft haben. So, jetzt wird er hektisch. Ist natürlich super für uns. Das müssen wir halt nur ein bisschen ausnutzen. Oh, da ist überhaupt niemand von uns in der Nähe. Schön. Ich kann den Ball echt nicht beschützen. Das ist unglaublich. Aber sollte es gar nicht so schwierig sein, habe ich mir sagen lassen. Was ist los? Abseits? Foul? Nee, keine Ahnung. The
So, und jetzt bräuchte ich dann noch einen dritten Mann, ne, auf den ich querlegen könnte. Aber Sigurdsson war irgendwie ganz weit hinten. Und Mkhitaryan war auch noch nicht aufgerutscht. Na komm, bleib dran. Puh, ein alles andere als verdienter Sieg, sage ich mal. Aber nein. Ui, die Landung. Ja, da kann man sich schon mal freuen. Vollkommen zurecht. So, haben wir dem Gegner doch noch irgendwie, wie sagt man, die Butter vom Brot genommen. Wie sieht es denn aus? Wir hatten halb so viele Schüsse wie er, aber genauso viele aufs Tor. Ansonsten relativ ausgeglichen, außer bei den Zweikämpfen. Da muss ich echt irgendwie mal noch das Geheimnis rausfinden. So, da dreht er sich einfach, ist eigentlich umringt von zwei Verteidigern, aber keiner von denen macht was. Dembélé läuft einfach nur mit. Ja, da war überhaupt nicht gedeckt. Keine Ahnung, was Valencia da drüben gemacht hat. Aber nicht den Mann verteidigt. Also, da würde ich aber gerne mal sehen, wie es zu dem ersten Schuss überhaupt kam. Das sehen wir gar nicht. Firmino dribbelt da durch. An der Herrera, keine Ahnung, was der vorhat. Nichts scheinbar. So abgeprallt. Ja, dann mit dem Arsch da gegen die Latte gelenkt. Und dann sind da Rüdiger und Son ist es, glaube ich. Ne? Beide bei Firmino. Und ja, das ist halt FIFA. Ne? Keiner der Spieler berührt den Ball wirklich. Da muss man jetzt raten, wer den gespielt hat. Wir vermuten mal, es war Firmino. Ja, und da ist der Ball drin. Krasser Scheiß. Ja, schön durchgesteckt da. Hat er Glück gehabt. Und dann kann Bailly gerade noch so stören beim Schuss. Dribbelt da ein bisschen rum. Okay, spielt dann einen Pass nach vorne und zieht sofort ab. Nicht so unklug, das so zu machen. Er hätte auch beinahe zum Tor geführt. So, und wir spielen immer so ein bisschen langsamer, behäbiger. Ne? Hier mal ein bisschen laufen und dann den flachen Schuss ins lange Eck. Jetzt so ein Klassiker, der eigentlich funktioniert. Und den ich auch recht häufig versuche. Und diesmal hat der Torwart den auch nicht noch mit dem Schienbein geblockt oder so. So, er spielt da ein bisschen rum, bis er da eine halbwegs gute Lücke hat. Und damit für Mino von außerhalb des 16ers. Das hat leider nicht so viel Aussicht auf Erfolg, also in dem Fall gut. So, hier Glück gehabt, den Ball behalten und dann breit er zu Son ab, der den Doppelpack zum Sieg hier komplett macht. Richtig gut. Richtig, richtig gut. So, damit sind wir aufgestiegen. Wir können noch den Titel holen, wenn wir das nächste Spiel auch noch gewinnen. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei bei diesem Titelspiel. Ansonsten, wenn ihr das auslassen wollt, dann sehen wir uns halt in Liga 7 wieder. Macht's gut, um's dann, Jungs und Mädels. Ciao.